Bonjour Leute, willkommen hier in Saint-Michel bei Remember Me. Wir müssen mit Nillin einen Kontaktmann aufsuchen, der sich Bad Request nennt. Was für Leute, die im Netz unterwegs sind, sehr witzig ist, weil manchmal bekommt man so eine Bad Request-Fehlermeldung von dem Browser. Reinigungsdrohnen benötigt. Entschuldigen Sie die Unannehmlichkeit. Ach, hier ist es ziemlich unordentlich. Immer schön in die Ecken gucken, vielleicht sind hier irgendwelche Sat-Patches oder Emnesis, wie auch immer man die genau ausspricht, versteckt. Deswegen renne ich jetzt mal mit der Nillin ein bisschen rum, so. Okay, kann man da rauf? Nein, da kann man nicht rauf. Gut, dann gehen wir mal weiter. Okay. Oha, da hinten ist so ein riesiges Sensen-Gebäude. Baustelle Zutritt verboten. Da wird wohl gerade irgendetwas repariert und der macht gerade Pause, eindeutig. Ja, also müssen wir wohl eher in die Richtung. Hier gibt's nichts zu sehen. Ruhig, Nillin, ganz ruhig. Sie beruhigt sich gerade selber, sehr nett. Cache Memory. Easy. Erster romantischer Kuss, Nummer 17. Okay, da kauft sie. Das ist cool. Da kauft sich gerade einer eine Erinnerung, die ihm scheinbar nicht gehört. Und das kann man einfach so am Geldautomaten machen. Sieh dies Häufchen, Privilegierte. Ihr schnödes Wohlbehagen, während andere wenige Meter vor ihrer Barrikade leiden. Keiner bestimmt, auf welcher Seite der Firewall er aufwächst. Nicht ihre Selbstsucht verurteile ich, Schwester, sondern die Gier, mit der sie alles vergessen, was sie stört. Okay, den Satz habe ich jetzt nicht ganz verstanden, Edge, aber das wird schon stimmen, was du sagst. Im Augenblick glauben wir dir nochmal alles, obwohl sie ja an sich recht kritisch eingestellt ist, diese Nillin, gegenüber allem, was sie nicht kennt, und das ist ja so ziemlich alles. Okay. Die ist ziemlich aufgebracht, die Tante. Okay. Wo geht's? Tägliche neue Auswahl. Aha. Saint-Michel-Rotunde geht's in die andere Richtung. Panoramablick. Aber den wollen wir sehen, den Panoramablick. Es enthält das getreue Abbild seiner allerherrlichsten Fleischwerdung. In ihm wird offenbar der Vater und sein Wort. Und der Herr neu erschienen, neu geladen, Paket für Paket. Aus dem kollektiven Gedächtnis seiner verstreuten Gläubigen bringt das neue Wort. Neu okay. Okay. Ah, ein Emnes ist. Die Geschichte von Neo Paris. Tagebuch. Geschichte von Neo Paris. Feuerwaffengesetz 2056. Im Frühling 2056 erließ die Regierung von Neo Paris eine Resolution, die das Tragen von Feuerwaffen in der Stadt auch durch Ordnungskräfte verbot. Von Kritikern als Gesetz der Steinzeit bezeichnet, diente es dazu, die Angst der von den Massakern des Bürgerkriegs traumatisierten Bevölkerung zu bezwingen. Der gesamte Text des Erlasses ist unten nachzulesen. Erlass Nummer 56-124 vom 9. Mai 2056 betrifft das Verbot des Tragens von militärischen Ausrüstungen und Feuerwaffen. Artikel 1. Eine Aufstellung der von diesem Erlass betroffenen Ausrüstungsgegenstände und Feuerwaffen. Halbautomatische und Repetierwaffen, automatische Pistolen, Maschinenpistolen, Automatik, Kanonen, bla 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 bla, Flammenwerfer auch, Waffen mit Laserzerstörungsfunktion, Waffen, die in Schlachthäusern verwendet werden, Schrotflinten, Jagdgewehre, repetierende oder halbautomatische Waffen mit glattem Lauf, Waffen mit Gas- oder luftdruckgetriebenen Projektilen, die eine Mündungsenergie von mehr als 10 Joule erzeugen. Artikel 2. Erwerb, Lagerung, Führung,
Führen, Transport und Besitz von militärischen Ausrüstung und Feuerwaffen sind verboten. Dieses Verbot betrifft sowohl Zivilisten als auch öffentliche oder private Beamte, die für das Polizeiwesen oder die Organisation der Unterdrückung verantwortlich sind. Und, oder der Organisation der Unterdrückung. Aha. Artikel 2a, Zusatzerlass vom 6. Oktober 1969. Folgendes ist von Artikel 2 ausgeschlossen, sofern es weder benutzt noch in der Öffentlichkeit zur Schau gestellt wird. Nach dem Erlass vom 17. September 1969 als historisch oder antik definierte Waffen, nach dem Erlass vom 5. Oktober 1969 als Teil einer offiziellen Uniform definierten Waffen. Aha. Artikel 3. Jede Person, die sich im Besitz einer Waffe oder eines Fernwaffenelements befindet, wird mit allen Mitteln einschließlich der Verwendung von automatischen Geräten oder Überwachungsdrohnen, deren Verbot noch nicht in diesem Gesetz erfasst ist, neutralisiert werden. Aha. In den Köpfen der Rechtschaffenden offenbart sich das Wort des Herrn. Noch was hier? Außer Mülleimer? Nee. Okay. Ein Prediger. Bürger, gemäß der Hygienebestimmungen von Neo Paris ist der Zugang zu den Docks verboten. Sonnische. Ich besuche meine Mutter. Nur ein Husten. Nichts weiter. Okay, da kann er nicht rein, weil er einen Husten hat. Saint-Michel Rotunde. Da sollen wir ja hin, um diesen Bad Request zu finden. Okay. Okay. Ich bin zu spät. Zu spät. Oh je, tut mir sehr leid, Madame. Hey! Alles okay? Soll ich den Notfalldienst rufen? Nein, nein, nein! Hey, alles okay, alles okay. Falls du eine Beschwerde einreichen möchtest, dein Sensen-Terminal hat meine Identifikation gespeichert. Guten Tag. Endlich! Ich warte schon 20 Minuten! Okay, vielleicht solltest du beim Gehen die Augen aufmachen, Androide. Aha. Ich gehe nochmal zurück, da war noch eine Ecke, vielleicht befindet sich da ja noch was. So ein Sat-Patch oder so. Nö, nix mehr. Hätte ja sein können. Und da können wir jetzt aber nicht mehr zurück. Wir können nur in Richtung Rotunde. Hier, die Christmas Show live auf Channel 4. Channel 4. Okay. Bei mir ist jeden Tag Weihnachten. Du scheißt mich an, ich setz dich fest. Du guckst komisch, ich stell dir nach und setz dich dann fest. Keiner entkommt, keiner kann hier. Die Christmas Show live auf Channel 4. Das ist wohl dieser Kid Christmas, den wir da in einem Artikel schon gelesen haben. Von dem wir schon gelesen haben. Gut. Ja, dann gehen wir mal weiter. Ist das Ihre Adresse, Madame? Ja. Ja, ich denke schon. Danke. Zu Diensten. Bei Anfälligkeit für periodischen Memorial-Zugriff bitte vor dem Ausgehen Ihren Aug-Kompass aktivieren. Moment, sieht aus, als sei da noch einer. Hallo, alles okay? Sie scheint verwirrt. Das ist sie, die entflohene Gedächtnisjägerin. Okay, Patrouille 17. Eintrag, flüchtige Verdächtige erkannt. Abholung im Gange. Abholung im Gange? Oha. Geht um sie rum! Wenn das Angriffssymbol über einem nahen Feind auftaucht, drücken Sie A, um über den Gegner zu springen, den Sie angreifen. So können Sie Ihr Combo fortsetzen. Das habe ich schon festgestellt. Okay, die sind stabiler. Ei, der hat mich getroffen. Au, die machen mal richtig Schaden, Leute. Okay. Muss man irgendwie einzeln erwischen, habe ich den Eindruck. Was ist denn B? Überlasten? Erinnerungsüberlastung.
führen sie genug Kraft-Impressions gegen einen Enforcer aus, um Vernichtungsschläge auszulösen. Überlastungen. Aha. Es geht wohl nur gegen diese... Was hast du mit dir gemacht? Okay. Aha. Neue Impression verfügbar. Combo Lab. Ah, jetzt kann ich mir wieder eine von diesen Impressions kaufen. Ah, jetzt kann ich entweder da unten eine nehmen. Eine mit Gesundheit oder eine mit Kraft. Ich würde mal sagen, ich nehme eine mit Kraft. Jawohl. Und auswählen. Und das ist die eine so YXYXY. Und jetzt gehe ich mal darüber. Oh, die macht mal richtig Schaden. 195. Oho, okay. Wo muss ich jetzt hin? Wo muss ich jetzt hin? Na, von da komme ich. Auch immer schön umsehen. Schöne Musik. Sehr dramatisch. Ah, hier. Oh. Da ist noch irgendwo was. Zum Einsammeln. Nicht da hoch? Doch, da wird es aber angezeigt. Ah, jetzt. Ah, hier. Mhm. Ach, sehr tugendhaft. Mein Instinkt ist wieder da. Wer waren die? Die Uniformierten? Saber-Einheit. Privatpolizei, finanziert von Memorize. Ordnungskräfte mit Gefühl. Ordnungskräfte mit Gefühl. Da unten ist dieses Subpatch. Jawohl. So. Jetzt muss ich natürlich hier wieder raus. Ah, hier komme ich raus. Okay. Und wo geht's jetzt lang? Ah, wieder da. Mhm. Oh, da ist eine Überwachungskamera auf. Uiuiuiui. Ja, ganz unentdeckt geblieben sind wir wohl nicht. Ah, da muss. Ach, da kann ich jetzt rückwärts springen. Das habe ich vorhin gar nicht gesehen. Weil der Edge so geredet hat, habe ich das nicht gesehen. So, das ist jetzt wieder sehr Mirror's Edge-mäßig. Nach oben? Nein, geht nicht. Ist das auf der anderen. Ah, da auf der anderen Seite bewegt sich. Ach so. Hui. Sie ist hier irgendwo. Alles durchsuchen. Sie ist ein Profi. Also Achtung. Okay. Wir werden hier verfolgt. Da geht's weiter. Das wäre aber der perfekte Ort, um irgendwas zu verstecken, Leute. Da tickt was. Uff. Nee. Nee, auch nicht. Da kann man rauf, weil man da rauf kann. Oder? Ich denke nicht, dass es da irgendwie weitergeht. Ja, dann gehen wir mal die Leiter rauf. Sind wir denn jetzt? Und gibt es hier irgendwas? Ah, hier ist so eine Aufladestation. Die brauchen wir nicht, weil wir aufgeladen sind. Ui! Hey, Herr, ich schicke dich ins Krankenhaus! Okay. Sensenraserei. Nillin erinnert sich an eine neue Spezialimpression. Die Sensenraserei ermöglicht es Nillin von Gegner zu Gegner gleiten. Ermöglicht es Nillin von Gegner zu Gegner zu gleiten und jedes Mal härter zuzuschlagen. Unterbrechen Sie nicht den Fluss. Drücken Sie und halten Sie LT, um das S-Impression-Rad zu öffnen. Okay. Sehr interessantes Geräusch. Halten Sie LT gedrückt und drehen Sie L um die Sensen und markieren Sie Sensenraserei. Drücken Sie A, um die Sensenraserei zu aktivieren.
Während der Raserei setzt Snillen keine Kombos ein. Drücken Sie einfach X oder Y, um Treffer zu verketten. Je länger die Raserei-Kombo, desto mehr Schaden richten die Treffer an. Oha. Na dann. Okay. Die Zahl, die über dem Raserei-Symbol angezeigt wird, ist die Aufladezeit. Das ist die Zeit in Sekunden, die Sie warten müssen, bevor Sie die Raserei erneut einsetzen können. Aha! Ach, so funktioniert das. Aua! Autsch! Ausgetrickst, kleine Lady. Unüberlastet, Junge. Komm doch mal einzeln zu mir. Ja, hab ich dich. Ja, jetzt wird die Sensenraserei auch wieder verfügbar. Hab ich gerade gesehen, wie der Einzel verschwunden ist. Eine neue Impression-Klasse ist verfügbar. Ach so. Drücken Sie Back, um das Sensor-Menü aufzurufen. Oh, das wird aber kompliziert. Aufladen-Impression. Reduziert bei einem Treffer die Aufladezeit aller S-Impressions. Eine neue Impression-Klasse ist verfügbar. Indem Sie Aufladen-Impression ausführen, reduziert Nillen alle momentanen Aufladezeiten ihrer S-Impressions. Diese ist eine einfache Möglichkeit, ihre Sensor-Raserei schnell wieder einzusetzen. Mhm. Verwenden Sie diese neue Impression, um Ihre Kombos anzupassen. Dann würde ich das Teil hier mal... das Teil hier mal genau da irgendwie einbauen. Genau an der... Aha, und... Moment mal. Ah, minus 10 und minus 12. Dann baue ich dich mal hier ein. Ja. Okay. Okay, das wird ja kompliziert. So, jetzt mache ich mal die Raserei. Oh, ich wollte überlasten. So, jetzt kann ich wieder die Raserei machen. Wow, sieht das cool aus. Ich drück B, aber das passiert nichts. Was für ein Gemetzel, Leute. Was für eine dramatische Musik. Da oben ist diese Kaori. Das ist auch Kompass. Ach so, der führt uns dann da. Ah, wenn ich diesen Augkompass drücke, dann wird mir angezeigt, wo ich hin muss. Ah, okay.
Da auf dem Plakat, das ist hier dieser Christmas-Dingsbums. Kaori Sheridan, das ist, glaube ich, unser Ziel. Neo Paris Architecture. Gut, dann gehen wir mal weiter. Okay. Aha. Oh, da muss ich schnell sein wahrscheinlich. Aha. Ui. Wie war das schnell? Ja, genau. T schnell. Hier lang. Hier lang? Wie sieht dieser Bad Request-Typ aus? Jung, nervös, dämlicher Haarschnitt. Ein Möchtegern-Gedächtnisjäger treu seiner Sache. Oh, und dein größter Fan. Na prima. Unser größter Fan. Gut, das ist ein Roboter, der das Klo putzt. Luftfeuchtigkeit 48%. Sehr interessant. Hm. Oh, da liegt ein Android im Bett. Aber hallo. Kann ich hier aufladen? Nein, bin aufgeladen. Mhm. Bad Request. Cooler Name. Der ganze Bezirk ist abgeriegelt. Hier kommt nicht. Okay, klar. Weiter nach oben. Oha, da oben sind sie. Da kann ich nicht hoch. Nee. Also, weiter zu Bad Request. Oh, warum läuft hier mit? Und da ist Edge. Wie ein Phantom sieht unsere Nilly nicht aus, nein. Die Nordbeserg, ein Chlorophyll-Märchenland unter einer Pilgergruppe, lässt die Bewohner Natur ganz neu erleben. Carol Sheridan, Explosionen sind besser, Wirklichkeit nicht. Okay, ich höre es nicht genau, aber die wird gerade irgendwie gelobt, diese Kaori Sheridan. Okay, da geht's nicht weiter. Ah, da drüben. Und da ist es aber wieder so elektrisch. Okay, ah. Aber die Kamera auf. Hui. Hus. Okay. Da müssen wir uns auch beeilen, würde ich mal sagen. Gefahr. Okay. Ich weiß jetzt nicht, ob das richtig war, aber naja. Muss ich mich da jetzt fallen lassen oder muss ich da weiter rauf? Oh nee, das war falsch. Ich bin gestorben. Das erste Mal. Yeah! Okay, okay. Puh! Ja, das dauert jetzt auch lange. Ja gut, Leute, ich würde sagen, an dieser wieder elektrisierenden Stelle, wieder mal, immer wenn es elektrisch wird, dann mache ich einen Cut. Mache ich jetzt auch ein. Und wir machen mit dieser tollen Kletterpartie, wirklich, ich finde es toll, machen wir dann im nächsten Part von Remember Me weiter. Also, bis dahin. Ciao.